und sich offensichtlich Rain gegenüberstellt. Bei Suxdorf hatte ich gerade schon das Gefühl, der hört niemals auf zu reden. Also ich muss mal kurz was sagen, Hansestadt Kiel gibt es nicht, Herr Suxdorf. Vielleicht sollten Sie mal ein wenig in der Geschichte blättern. Die Königin der Hanse ist Lübeck und Kiel hat noch niemals die Ehre gehabt, eine Hansestadt zu sein. Aber nun gut, Dennis Brusinski ist der Mann, der hier herauskommt, der die Herausforderung annimmt. Ja, aber vielleicht wird Tim Suxdorf den Titel Hansestadt für Kiel dann noch kaufen. Was willst du hier? Theoretisch wäre dies natürlich möglich. Jetzt stellt Suxdorf die Frage, was willst du? Ja. Ja, und ich denke, das war eine deutliche Antwort, wo man antwortet. Hast du den oder die Frankenstein, hast du ihn hergeschickt und dann antwortet Dennis Brusinski aus Bremen. Dann ist ganz klar, Dennis Brusinski ist bereit, die Herausforderung anzunehmen, den Kampf. Und Rain scheint sich zu beratschlagen mit dem neuen Mitglied, was natürlich auch überraschend ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Tim Suxdorf auf einmal da noch jemanden ausgräbt. Aber offensichtlich hat er jetzt einen neuen Lehrling gefunden, eine Art Diener. Ich wollte gerade sagen, ob das wirklich schon ein festes Mitglied ist, weiß man auch nicht so richtig. Vielleicht ist es auch nur ein Anwärter, der vielleicht mal Mitglied sein darf. Aber auf jeden Fall, bei dem ganzen Durcheinander kommen wir nun doch, kristallisiert sich das langsam heraus hier, dass wir Dennis Brusinski gegen Ivan Kiew sehen werden hier. Goldene Stück von Rain, so stellt Tim Suxdorf also Ivan Kiew vor. Das ist natürlich überraschend. Aber nun gut, Alexis Parker ist nach hinten geschickt worden. Suxdorf bleibt offensichtlich am Ring. Ja, alles andere hätte mich auch überrascht. Wenn Tim Suxdorf hier nicht am Ring geblieben wäre. Aber auf jeden Fall haben wir schon eindeutige Zuschauerreaktionen hier für Dennis Brusinski. Ganz deutlich, Dennis Brusinski, obwohl er lange nicht dabei war, hat schon seine Fans gefunden. Und wie du schon angesprochen hast, Tim Suxdorf konnte seine Managerlizenz zurückerkämpfen. Deswegen ist er natürlich sicherlich am Ring, denn dadurch darf er jeden Wrestler managen, den er managen will. Ja, und dann kommen wir hier erstmal zum Lock-up. Aber ich muss sagen, Dennis Brusinski, Kräfte messen jetzt zwischen den beiden. Ja, Dennis Brusinski hat natürlich mehr Masse als Ivan Kiew und kann sich hier auch durchsetzen. Aber ganz fair gelöst in der Ringecke. Ein fairer Sportsmann, der Brusinski. Ja, Ivan Kiew diskutiert hier schon wieder mit dem Publikum. Und wieder der Locker. Der Waistlock. Und von draußen hören wir Suxdorf in den Ring schreien. Aber da kommt Dennis Brusinski zurück mit dem Wristlock. Ja, und Ivan Kiew rettet sich gleich ins Seil, aber da hat man gleich gesehen, hier die Kraftüberlegenheit hier von Dennis Brusinski. Dass er den Haltegriff so gelöst hat. Ja, da sagt Ivan Kiew, hier, das tat mir weh hier am Handgelenk. Das war ein Aufgabegriff. Ivan Kiew ist Wrestler, der soll aufhören rumzulamentieren, der soll wresteln. Und das tut er jetzt auch jetzt von ihm. Der Wristlock. Ja, auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte Angelegenheit für Dennis Brusinski hier, aber holt sich die Unterstützung des Publikums. Ja, schön, wie er den herauswindet, wenn er dann seinen eigenen Wristlock ansetzt. Ja, und Ivan Kiew rettet sich wieder ins Seil. Na, flüchtet ins Seil. Flüchtet ins Seil. Dennis Brusinski kann auskontern. Erst der Headlock und jetzt wieder der Wristlock. Und
Zum dritten Mal in Folge flüchtet sich Ivan Kiev vor dem US-Lock in die Seile. Versucht jetzt hinterrücks eine Clothesline, aber ab in den Manhattan Drop und aus dem Ring. Ja, offensichtlich sehr schmerzhaft hier für Ivan Kiev. Tim Zuckstoff kümmert sich hier sofort um seinen Schützling. Fächelt ihm hier ein bisschen Frischluft zu. Ja, kurze Diskussion, kurze Beratschlagung von Reigns außerhalb des Rings, während der Ringrichter natürlich Ivan Kiev anzählt. Ja, hier wieder die eindeutigen Rufe aus dem Publikum. Dennis Brusinski. Wilde Verfolgungsjagd hier um den Ring herum. Tim Zuckstoff wird umgerissen dabei. Ja, und beide gehen in den Ring und Ivan Kiev erhält die Oberhand hier. War schneller im Ring als Dennis Brusinski. Jetzt natürlich mit harten Tritten und dem Knie mit der Unterstützung der Seile hält er Dennis Brusinski am Boden. Ja, Dennis Brusinski angeschlagen hier auf dem Ringboden. Ivan Kiev setzt gleich hinterher. Tritte in den Magen in der Ringecke. Der Ringrichter zählt natürlich an. Und schon wieder eine sehr unfaire Aktion von Ivan Kiev. Ein Footchoke und wieder und jetzt mit dem Schienbein. Das sind natürlich illegale Aktionen. Werden auch angezielt hier vom Ringrichter. Und Dennis Brusinski und hier wieder eine illegale Aktion hier von Ivan Kiev. Er flenkt auch den Ringrichter ab und nach Zuckstoff. Zuckstoff wirkt hier Dennis Brusinski. Ich habe mich auch schon gefragt, wann der dann das erste Mal hier eingreifen wird, weil das kennen wir von Dennis Brusinski. Ivan Kiev lenkt hier den Ringrichter ab und Tim Zuckstoff wirkt hier Dennis Brusinski in den Ringseilen. Den Whip. Brusinski kontert aber mit Rollt der Skulle. Rein, der Cover 1-2. Ah, nur bis 2. Das war ganz knapp. Das war überraschend. Back Elbow jetzt von Ivan Kiev. Ja, und Dennis Brusinski bleibt wieder am Boden liegen, angeschlagen. Ja, man hat schon einige kräftezehrende Aktionen hier über sich ergehen lassen müssen. Oh, das Cover reicht nicht. Das war klar, das reicht nicht. Das war genau das, was Reigns offensichtlich auszeichnet. Diese arrogante Art und Weise in Kämpfe zu gehen und ein krachender Kick in die Nierengegend von Dennis Brusinski. Jetzt der Uppercut und der Vorarm und der Kick gegen den Kopf. Rennt ans Seil. Oh, schöner Flipping. Und das Cover 1-2. Ja, das hätte schon sein müssen oder beziehungsweise können. Da habe ich auch schon fast gedacht, das ist jetzt gewesen. Also es war wirklich eine gute Schlag- und Trittkombination hier von Ivan Kiev. Also der hat schon einiges drauf hier. Das muss man ihn leider lassen. Dennis Brusinski sichtlich angeschlagen hier von den Kombinationen. Jetzt der Headlock. Hier die Unterstützung des Publikums für Dennis Brusinski. Haltegriff hier gegen Dennis Brusinski. Oh, dann wird die Kraft nochmal verstärkt hier von Ivan Kiev. Ja, das könnte sein, dass Dennis Brusinski da gleich natürlich bewusstlos wird, weil das schnürt natürlich die Blutbahn ab, sodass man im Endeffekt kein oder so. Ja, der Ringrichter testet auch schon. Der Arm fällt das erste Mal hier. Wenn er das zweite Mal, wenn er das dritte Mal fällt, dann hat Ivan Kiev gewonnen. Und da fällt er das dritte Mal. Nee! Dennis Brusinski kommt zurück, holt sich die Unterstützung des Publikums. Das Adrenalin pumpt durch seine Venen und gibt ihm jetzt die Kraft, wieder aufzustehen.
Die Zuschauer feuern ihn an, jetzt die Elbows in die Magengegend von Ivan Kiev. Er geht ins Seil. Und Anlauf. Und rennt in den Big Boot. Ja, da sich mühsam hochgekämpft, hat seine Kraftreserven mobilisiert und rennt hier, läuft hier in den Big Boot, liegt am Boden, das Cover 1, 2. Nur bis 2, aber das war wieder diese arrogante Art und Weise, ja, ich denke auch das Bein einzuhaken. Ich denke auch, hätte Ivan Kiev hier das Cover vernünftig, bilderbuchartig durchgezogen, das hätte auch schon der Sieg sein können. Der Rip in die gegenüberliegende Ringecke. Ivan Kiev nimmt Anlauf und der Splash. Und jetzt gibt es den Running Boot in der Ringecke. Es wird Dennis Brzezinski in die Ringmitte geschubst. Und der Crossbody von Ivan Kiev. 1, 2, 3. Nur bis 2. Das hätte genauso das Ende schon sein können. Das waren natürlich auch wieder drei harte Aktionen gegen den Bremer Brzezinski. Jetzt hier wieder den Headlock. Wippen über Kiev und die Schulter. Block von Dennis Brzezinski, der nimmt Anlauf. Hiptos versucht von Ivan Kiev. Aber Brzezinski versucht die Clothesline, geht wieder ins Seil. Sehr schnelle Aktion hier am. Und wieder geht ins Seil. Ansatz zum Back Body Drop. Einbuster von Dennis Brzezinski. Das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Eine harte Aktion hier von Dennis Brzezinski. Ah, hier müsste eigentlich das Cover gleich hinterherkommen. Der lässt sich doch viel zu viel Zeit hier. Ja, aber offensichtlich will er irgendeine harte Aktion setzen. Er zeigt an, jetzt soll das Ende kommen. Er setzt an. Es ist der Sharpshooter. Der setzt tatsächlich an hier zum Sharpshooter. Der Sharpshooter, ein sehr, sehr gefährlicher Aufgabegriff, der auf Beine und Rücken geht. Zuckstoff lässt das nicht mit sich gehen. Er weiß natürlich auch ganz genau, was für ein Move das ist. Ja, springt hier auf dem Apron, auf den Ring und diskutiert hier mit Dennis Brzezinski. Der versucht sich hier Tim Zuckstoff zu schnappen. Der springt natürlich wieder runter, diskutiert hier weiter mit Dennis Brzezinski. Der sollte mal lieber aufpassen. Der lenkt auf Nelson Plex von Ivan Kiev. 1, 2, 3. Ja, das war natürlich so fast klar. Tim Zuckstoff lenkt hier Dennis Brzezinski ab. Und hinterrücks hat Ivan Kiev Dennis Brzezinski angegriffen. Seine Aktion durchgezogen. Ja, und da war Dennis Brzezinski natürlich absolut unvorbereitet. Und das war dann der Sieg für Ivan Kiev. Das war wohl der sogenannte Rain-Style, der immer wieder angesprochen wird von Tim Zuckstoff und Ivan Kiev. Die Ablenkung ausnutzen und dann das Siegbringende bringen. Zuschauer pinnt es offensichtlich nicht so gut. Tim Zuckstoff kommt jetzt nochmal in den Ring. Ja, und will natürlich hier nochmal zum Sieger gekürt werden. The Rain wollen hier zum Sieger gekürt werden vom Ringrichter. Und Dennis Brzezinski liegt geschlagen am Boden. Ja gut, das sagt Ivan Kiev, da hat er sich mit den Ketten angelegt. Das sehe ich eigentlich nicht so. Also Dennis Brzezinski hat schon sehr, sehr gut hier im Match mitgehalten. Hatte phasenweise Ivan Kiev auch sehr gut im Griff. Teilweise verloren. Das ist richtig, hat verloren. Und das ist natürlich was unterm Strich auch so zählt. Aber nichtsdestotrotz kann Dennis Brzezinski auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen hier in der Mad Wrestling Association. Und man darf auch bei ihm gespannt sein, was er und wie er sich weiterentwickelt hier in der neuen Location der Mad Wrestling Association, Sportzentrum Herrendamm. Auf jeden Fall ist er sehr gut hier beim Publikum angekommen. Zollt nochmal den Respekt des Publikums. Ja, man sieht auch hier die Spuren des Kampfes bei Dennis Brzezinski. Und wir beide
Wir alle sehen uns gleich auf der zweiten DVD wieder.